Kennen Sie eigentlich noch Gordon Gekko? Genau, das war Michael Douglas als Börsenhändler im Hollywood-Streifen Wall Street. Sein Mantra, schneller, höher, weiter, bis ihn die Gier ins Gefängnis gebracht hat. Und das ist unser Thema heute im Rahmen unserer Interviewserie Gier und die Folgen für das eigene Handeln an der Börse mit Vermögensverwalter Andreas Glogger. Herr Glogger, Sie sind bereits seit Jahrzehnten an der Börse aktiv. Wie haben Sie in dieser Zeit die Gier der Anleger erlebt? Ja, von allen Seiten. Zuerst muss man ja diese Erfahrungen selber auch mal lernen und kommt dann zu einer Selbstüberschätzung auf einmal als Erkenntnis oder macht bestimmte Fehler. Und dann die Gier der Investoren, der Anleger, als wir Vermögen verwaltet und betreut haben. Auch da gibt es immer wieder ähnliche Muster, wie man Gier erkennen kann. War die Zeit des neuen Marktes so eine ganz frappierende Zeit der Gier? In der Tat, da war genau die Zeit von Gordon Gekko, wer nicht in einer Woche mindestens 50% Kursgewinn gemacht hat oder die nächste Urlaubsreise verdient hat, der war ja fast dumm, so wurde man damals hingestellt. Gier gab es aber überall, nicht nur bei den Anlegern. Auch damals, muss man auch ehrlicherweise und offen dazu sagen, gab es sie auch bei Banken und Sparkassen. Ja, natürlich. Banken und Sparkassen werden ja auch von Menschen gesteuert. Und auch die Kunden sind Menschen, die bestimmte Dinge wieder fordern und die Aufsichtsräte. Also da ist halt überall Gier, Gefahr, ähnlich wie Angst. Da, wo es menschelt, also da, wo Menschen sind, herrschen Emotionen. Und Gier und Angst sind die, die uns am meisten packen können und unsere Gedanken bestimmen. Wir müssen allerdings auch festhalten, dass natürlich das Streben nach Gewinn durchaus akzeptabel ist. Aber wo hört das Streben nach Gewinn auf und wo fängt Gier aus Ihrer Sicht an? Ja, man muss die Füße schon auf den Boden lassen und den gesunden Menschenverstand einfach mal heranziehen. Einfach mal in den Spiegel schauen und sagen, kann das sein, dass sich in einer Woche sich irgendetwas verdoppelt oder ein Aktienkurs wie eine Rakete um 300% nach oben geht oder eine Währung, wie wir es jetzt bei der künstlichen Währung gesehen haben, explodiert und mehrere 100% in ein paar Wochen macht. Da kann man schon Gier oder Fehlentwicklungen erkennen. Und da sollte man halt die Augen aufmachen und nicht verschließen. Wie kann man denn nun Gier vermeiden beim eigenen Handeln, Herr Glogger? Oder wie kann man ihr einfach auch aus dem Weg gehen? Ist das ein Kopfthema? In der Tat, man kann sich disziplinieren, wenn man Gier als Fehlverhalten an den Finanzmärkten mal identifiziert hat. Das haben wir. Wir haben in unserem Investmentprozess also Parameter eingesetzt, die uns die Gier vor Augen halten. Zum Beispiel, wenn Sie auf einer Bildzeitung oder auf irgendeinem Finanzblatt irgendwo vorne drauf lesen, jetzt reich mit Aktienwerten oder mit Elektroautos oder sonstigen was. Das sind meistens Zeitpunkte, wo bereits ein übermäßiger Herdentrieb, ein Gierverhalten in Sektoren bereits vorherrscht. Und da haben wir so Kontraindikatoren eingebaut, dass wir sagen, wenn in bestimmten Medien und Finanznachrichtenblättern derartige Schlagzeilen aufkommen, dann haben wir einen Zustand von Gier und wir müssen erhöhte Vorsicht walten lassen. Also halten wir fest, Gier sicherlich auch einer der größten Fehler der Privatanleger an der Börse, nicht nur hier in Frankfurt, sondern weltweit, analysiert von Vermögensverwalter Andreas Glogger. Danke fürs Gespräch.